おぬすこにおぬすこの世の中あさり、いいぬすけにさしてねえな。なるかで、おぬすこの世の中なら、にんすけだねんし、あれけ。 Und wir starten irgendwie ins Game. Ich hab keine Ahnung wie. Ach, wir klatschen mit der Hand drauf. Ich hab gar keinen Plan, Alter. Ich versuche ja nicht erst irgendwie da irgendwie was drin zu interpretieren. Also wir können auch nur interpretieren tatsächlich. Guten Tag, ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich weiß es nicht. Es ist ein Try and Error. Ich habe keine Ahnung. Sind hier was gehen? So, ne, das ist aber. Ach nee, warte, das ist ja chinesisch. Nochmals. So, ne, kann ich ja leider vor der Sei. Ah, ne, seht ihr das schon? Na, was machen wir denn mal die Uhr? Ah, ne, kann ich sagen. Ah, ne, kann ich sagen. So, ne, der ist ja nicht raus, kann ich. Oh, ne, tun die das alle. So, ne, das kann ich auch. Nimm die so, ne, die Uhr, die Sei. Ah, ne, kann ich. Ich steh. Hi. Was soll ich aus dem Arten? So, ich klicke einfach durch, weil es ja, Escape. Das ist, ja, wahrscheinlich sagt der Entwickler, Moment, du bist vielleicht doch nicht japanisch. Oh, so, was haben wir da? Wir sind eine junge Frau in einer Höhle. Und so, interagieren. Oh, mit F, okay. Wir sehen blutige Schmierereien an den Wänden. Und denken uns, Mensch, Benny war's hier oder so. Keine Ahnung, was da steht. Vielleicht wird von einem Fluch gesprochen. Oh, was? Nein, ich. Soll ich was tun? So. Na, das wird ja ein Traum hier, Alter. Das wird ja ein Traum. M? Nein. Warte mal, L? Auch nicht. Ein bisschen weiter weg und. Nein, wir haben. Ich kann nichts tun. Tatsächlich wird es jetzt wahrscheinlich mal Zeit, mit einem einer Art Google-Translator zu arbeiten. Wir probieren es mal. Wir probieren es einfach mal. Das wird super. Das wird super. Okay, also der Übersetzer sagt, diejenigen, die nicht raus können, diejenigen, die nicht raus können, ich werde auf dich aufpassen. Okay, gut, das hilft uns jetzt ja aber auch nicht weiter. So, also wir sind also die, die anscheinend nicht raus kann. Ich gehe mal einfach zur anderen Seite raus. Vielleicht kommen wir ja raus. So, hier können wir nochmal kurz. Ah, okay. So, das wird eine längere Nummer hier, glaube ich. So, in dem Beutel scheint sich noch etwas anderes zu befinden. Ich lese natürlich nicht ab, weil ich kann fließend Japanisch. Nein, ich hab's weggedrückt. Okay, ich nehm's einfach mal mit. Es ist ein Medaillon. Ja, Medaillons sind ja gerne im asiatischen Raum auch einfach Papierstreifen, beschriebene Papierstreifen. So, wir gucken mal ganz kurz, was da drauf steht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so ziemlich der einzige nicht asiatisch sprechende Kanal sind, die dieses Spiel jetzt Let's Playen. Ah, die Familie von Kaiser Fu. Moment einmal, das ist ja nicht japanisch, das ist chinesisch. Ach, ich bin ja so ein Banause, ey. Am Eingang der Höhle liegt ein Haufen weggeworfener Gegenstände. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie darunter Stoffspielzeug für Kinder und wunderschön gewebte Beutel erkennen. Toll. So, kann ich das nicht irgendwie mitnehmen? Den Zettel vom Kaiser Fu? Denn nicht. Okay, dann gehen wir raus. Eine Fackel. Ich möchte die gerne nehmen. Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Es muss da irgendetwas, irgendeine App geben, wo ich einfach nur hingucke mit dem, also einfach die Kamera raufhalte und der übersetzt mir das on the fly, ne? Ich muss jetzt immer ein Bild machen? Ist doch bescheuert. Das ist doch nicht lebbar. Warum ist der Eingang der Höhle durch so viele Steine blockiert? Ist jemand draußen? Das glaube ich nicht. So, wir rufen. Vielleicht rufen wir noch jemanden oder so? Ich habe jetzt keine Ahnung. So, ich klicke einfach mal durch. So. Wir brauchen natürlich die Fackel von vorne. Die Frage ist, ob ich sie jetzt einfach nehmen kann. Ja. Mit F. Okay, wir haben die Fackel. Gut, alles klar. Hier steht wahrscheinlich, wir haben die Fackel.
Yay. Okay, und jetzt können wir weiter in die Höhle vordringen. Mal schauen. Ah. Okay, das ist so ein Tragekopf im Rücken, ne? Oh, no, 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 no. So, weil guck mir mal jetzt kurz meinen Korb an. Vielleicht ist ja da irgendwas drin. Gruselige Ekelpuppen, das ist aber toll. Schön. Schön. Aha. Da drunter ist... Ah, Weihrauch oder so. Okay, alles klar. Nehmen wir mit. Fürchterlich, diese Puppen, Alter. Hallo? So, hier müssen wir irgendwas in den Mund machen. Da müssen wir nochmal kurz schauen. Also, die erste Option steht, da steht schlucken. Oh Gott. Und denn ich verstehe. Okay, dann sagen wir mal hier. Schluck es. Okay. Aha, die müssen wir wahrscheinlich... Okay, das hat ihr anscheinend geschmeckt und es wurde etwas... Erbrochen? Das ist... Was ist das? Ist ein Ohrring oder so. Schön. Okay. Gut. Oh, Mann. Hier war noch ein Zettel. Okay, auf dem Zettel steht, niemand kann entkommen. Und darunter, auf dem von der Leiche gerissenen Stoffstreifen stand, niemand kann entkommen. Was ist in dieser Höhle passiert? Diese blutigen Schriften ließen meinen Rücken frieren. Ließen meinen Rücken frieren, finde ich auch schön. Also läuft uns wahrscheinlich eiskalt den Rücken runter. Oh, noch weiter. Diese Leiche schien nicht vollständig verwest zu sein, aber das Tuch darauf sah aus, als ob sie schon mehrere Jahre dort gelegen hätte. Oh je. Ah, weg da. Kille, kille, kille. Nee, wir hauen ab. Oh toll. Ganz toll. So, hier haben wir einen Schrein. So, und ich glaube, oh nee, die Scheibe ist schon da. Okay, warte mal, welchen Bereich, das sieht gut aus. Ich glaube, die Köpfe nach oben, das könnte gut sein. Sind es Gänse? Ach, du glaubst es ja nicht, Alter. Gut, okay, also wir brauchen diese Schüssel und diese Schüssel und haha! Wir haben wir haben es anscheinend richtig gemacht. Und irgendein Ritual ist jetzt wahrscheinlich geführt worden. Vielleicht mache ich es auch einfach so, dass ich irgendwie. Ach, Jemini. Vielleicht mache ich es auch einfach so, dass ich halt in der Postproduktion halt einfach das nachvertone irgendwie. Ich hasse dich, Vergangenheit, Steve. Ich hab keine Ahnung. Okay, ist jetzt... Oh je. Wir haben ein Buch und wir haben eine Schale mit irgendeinem ominösen Inhalt. Und hier ist ein weiteres Weihrauchstäbchen. Vielleicht... Oh, B. Was? B? Achso, kann ich jetzt nicht einfach... Achso, kann ich das nehmen? Nein. Okay, wir haben es einfach eingepackt. B ist aber auch interessant als Menütaste. B. Mmh.
Okay, hier muss ich jetzt tatsächlich nochmal kurz schauen. Das sieht mir nach einer Entscheidung aus. Mann. Das ist halt einfach mal so ein Let's Play, was so komplett flüssig läuft. Einfach, was so von alleine läuft. Als erstes geht es darum, sich im Boudoir neu zu schminken. Im zweiten geht es um das Brautpaar in der Höhle. Und im dritten geht es darum, von den Göttern Weihrauch darzubringen. Okay, 3 Weihrauchstäbchen oder 4 Weihrauchstäbchen? Dann machen wir 4, würde ich sagen. Also 3 oder 4? Immer mal 4. Wiederholen wir das jetzt einfach nur? War das nicht richtig? Der Übersetzer wird es uns gleich zeigen. Okay, wir müssen wieder... Es ist das gleiche. 3 oder 4 Weihrauchstäbchen, jetzt nehme ich mal 3. Ah, es klingt schon ein bisschen freundlicher. Ah. Wohltuender Weihrauch. Spirituell reinigend steigt auf. Und dieser Ohrring ist immer zu sehen. Die Puppe sind wohl wir. Das ist unser Geist, der davon fliegt, unsere Seele. Sangre, Hande Kusra, Hane, Nusne, Sangre, Sangre, Hane, Fadusse, Hane, Hmm.